Herzlichen guten Tag, liebe Streaming- und Gamer-Freunde. Heute geht es in dem zweiten Teil für Greenscreening darum, um die richtige Ausleuchtung. Im ersten Teil habt ihr ja sehen können, dass ich mal ganz spontan so eine grüne Decke da aufgehängt habe und schon so ein bisschen mit dem Chroma-Key gearbeitet habe, um zu gucken, bringt das was? Und heute geht es um die Ausleuchtung. Also es muss wirklich gut ausgeleuchtet sein. Und bevor da hinten, ihr seht ja da hier an der Stelle, da ist es ja schon sehr gut ausgeleuchtet. Das heißt, da ist ein Fenster. So, und das ist ein schönes Wetter. Und wenn wir dann so helle Stellen auf dem Schirm haben, auf dieser Decke da, die ich ganz günstig bei einem Textildiscount gekauft habe, gibt es auch in einem dunkleren Grün. Müsste man auch mal ausprobieren. Ja, gut, okay, es geht um die Beleuchtung und die wollen wir auch natürlich sehr, sehr günstig machen und da habe ich schon mal was vorbereitet und zwar, ich habe da mal was eingekauft. Eine richtig schöne große Box, da ist ordentlich was drin und die Box packen wir mal aus und will erstmal zeigen, das ist ein schön knallgrüner Deckel, hier funktioniert das Greenscreening wunderbar. Packen wir schon mal aus. Was haben wir denn da drin? Also, wir haben als erstes, gucken wir mal hier, so eine Silberfolie, so eine selbstklebende Silberfolie. Oder wir können nehmen Alufolie. Und zwar ist das eine richtig gute, stabile Alufolie mit so einem Wabenmuster. Dann haben wir hier eine Milchglasfolie, also so eine Diffusfolie. Dann haben wir was ist das denn hier Süßes? Ja, das ist eine kleine, auch in grün, heute haben wir einen ganz grünen Tag. Was ist das hier denn? Ein Heißklebepistölchen. Reicht auch für unsere Zwecke, falls wir es überhaupt einsetzen. Ja, dann ein Cuttermesser. Cuttermesser. Genau, richtig, brauchen wir auch, ganz wichtig. Ja, und das Allerwichtigste ist, wir brauchen ja Licht. Und da gibt es für ein paar Euronen oder ich sage jetzt mal entweder so ab 10 bis 12, 15 Euro gibt es hier so eine Lichtleiste, LED-Lichtleiste, RGB, drei Farben. Die habe ich noch in meinem Arsenal rumliegen und die möchte ich ganz gerne mit verwenden. Und zwar wird die Box ganz einfach als Lichtbox umgebaut. Und wie wir das machen, wie wir die Lichtbox umbauen, das zeige ich in einzelnen Schritten. Schritt Nummer 1, den Deckel. Dazu brauchen wir ein Cuttermesser und ich werde den Deckel, das Mittelteil, das Innere hier ausschneiden. Mit dem Cuttermesser schön vorsichtig lang, weil der Vorteil von dem Deckel ist, der ist richtig schön steif hier an der Stelle. Und hat eine gewisse Festigkeit und bildet sozusagen auch unseren Rahmen, wo wir nachher die Diffusfolie vorkleben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hobbythek. Ja, liebe Freunde, gestern hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ach, was sag ich denn? Alte Hobbythek-Sendung habe ich mal ganz gerne geguckt. Also, wir haben jetzt aus dem Deckel das Innere herausgeschnitten. Das ist das hier. Ja, also, das war mal hier so drin. So, mit dem Cuttermesser haben wir das rausgeschnitten, damit wir diesen Rahmen haben. Gut, dann habe ich mir überlegt, das Ding wegschmeißen hier, dieses mittlere, brauchen wir gar nicht wegschmeißen, weil ich habe mir gedacht, dass ich nämlich, weil das so gut ging mit dem Schneiden, dann da die Lichtleistenstreifen drauf montieren werde. Aber erstmal muss ich dieses Bodenstück, was jetzt ein Bodenstück wird, wo die Lichtleiste drauf getackert wird oder drauf montiert wird, erstmal passend machen für den Boden. Nachdem wir diesen Deckel, also das Innere vom Deckel, mit Silberfolie beklebt haben, müssen wir hier nur noch diese überstehenden Reste entweder abschneiden oder kurz einschneiden hier an den Stellen und dann umfalten, das geht auch. Oh, hallo? Das kann man auch, oh, wenn Sonne, kann man auch sich freuen. Naja, ja, und ist auch schön glatt geworden. Ich habe keine Rakel.
Also ich habe einfach, wer das hier noch kennt, hier so, wo man so USB-Karten kaufen kann, das ist eine richtig schöne starke Pappe, ein bisschen abgerundet, und damit habe ich dann sozusagen die Folie aufgetragen. Also immer so, so kann man auch glatt. Jetzt ist die Box dran. Also die Box muss ja auch innen drinne, also zumindest an den Seiten hier und dort und dort und dort da unten auch reflektieren. Den Boden haben wir ja schon, aber der muss ja auch reflektierend gemacht werden. Und dann nehmen wir mal Alufolie. Habe ich mir das so gedacht, dass wir die Alufolie hier immer so, also sozusagen hier, ne, so reintun an allen vier Seiten. Und damit das ordentlich hält und nicht so rumwabbelt, brauchen wir auch noch doppelseitiges Klebeband. Und dieses werden wir dann auch vorbereiten und in die Box reinkleben. Und ich finde, es ist ein bisschen zu breit. Deswegen werden wir ganz einfach nochmal die ganze Sache halbieren mit unserem, na, wo bist du? Verlegt, ne? Also jedenfalls mit unserem Cuttermesser werden wir hier nochmal schön tief fest in die Rolle ritzen, damit wir gleichzeitig aus 10 Metern 20 machen können. Okay, bis dahin. Wo ist das Cuttermesser, Mensch? Und jetzt zeige ich euch mal die Box. Erstmal gucken, damit ich ein bisschen weiter weg bin. Also so sieht die Box aus. Die ist mit Alu ausgekleidet innen. Habe dann sozusagen das, die Aluminiumfolie hier umgestülpt. Das Ganze dann hier so reingefaltet. Und unten, das sieht man hier, habe ich hier eine Klebestreifen drauf und weiter oben auch noch einen Klebestreifen. Die Reflexionsplatte mit den LED-Streifen drauf, RGB-Streifen, sieht so aus. Die LED-Streifen haben auf der Rückseite eine Klebefolie drauf, Klebestreifen drauf, und das ist toll. Somit brauchte ich quasi nur hier auf den Stegen zu kleben. Und das mache ich jetzt halt eben immer in Zickzack und habe dann noch Striche vorher gemacht. Die sieht man jetzt hier. Das sind 5 Meter, das sind einen halben Meter innen. Da haben wir also 10 Streifen. Dann habe ich dann halt eben hier gleichmäßig die Striche dran gemacht, damit das auch gleichmäßig wirkt. So, das ist jetzt das letzte Stück gewesen, der letzte Schnitt von der Mattscheibe. Ja, das ist der Diffusorrahmen, wobei man eigentlich auch Transparentpapier nehmen könnte. Also so ein etwas steiferes Butterbrotpapier. Nicht wahr? So sieht die Box aus, richtig. Und dann sehen wir da oben hier das Steuergerät dafür. Und bei diesem Steuergerät hier auf der Außenseite, oh toll, das ist da der Aufkleber, na gut, okay. Da geht der Strom rein und da ist auch die Infrarotdiode, der Empfänger. Ja, so, und dann werde ich das Ding mal anschalten. On. Das ist natürlich sehr hell. Ja. So sieht das also aus, wenn der Diffusor nicht drauf ist. Jo, und jetzt nochmal das Ganze. So, jetzt gehe ich wieder zurück und man merkt, die Kamera regelt nach von der Belichtung her. Das müssen wir nachher ausschalten. Das werde ich dann auch machen nachher. Dieses Geflackere, das ist die Kamera. Also das, wie schon gesagt, es geht erstmal hier um die Box, um die schöne Box. Und ja, jetzt machen wir sie wieder aus. Und dann werden wir checken und testen, ob diese Box auch was taugt. Ja, das war es bis hierhin für die Lightbox und Greenscreening. Dann darf ich mich jetzt mal verabschieden und vielleicht, ja, im nächsten Teil werden wir besprechen, wie wir dann die Einstellungen beim OBS-Player machen fürs Greenscreening. Also bis dahin, tschüss.